So, ich möchte hiermit eine Interviewserie starten, um quasi meinen YouTube-Kanal ein bisschen aufzuwerten. Ich habe vor ein paar Tagen meinen Privatdozent Dr. Ralf Herwig telefoniert und der hat mir einfach wieder sensationelle Neuigkeiten erzählt, wie jedes Mal. Ja? Der Ralf ist jetzt Professor an der Ulster University in Birmingham und arbeitet hier, lehrt hier ein Masterstudium für Mental Disabilities. Er ist dort Associated Professor. Und das ist ein Studiengang, der sich hauptsächlich auch mit Autismus beschäftigt. Ja? Und kannst du da ein bisschen erzählen, wie du da dazugekommen bist? Ich darf noch dazu sagen, dass du eigentlich ausgebildeter Chirurg, eigentlich Notfallchirurg bist. Ja, als Chirurg auch viele Erfindungen und Patente entwickelt hast, weil dich dein Vater Fahrräder zusammenbauen hat lassen. Der hat dir kein Fahrrad geschenkt, sondern zerlegte Fahrräder. Ja? Und deswegen bist du da sehr innovativ. Und bist dann letztlich eigentlich in die Urologie gekommen. Und in der Urologie war das dann so, dass dich dein damaliger Chef einfach auf Studienkurse geschickt hat für Molekularbiologie. Und so hast du dann angefangen, Biochemie und Molekularbiologie zu machen. Ja, und hast dann auch Sequenzierungen gemacht. Und über das kann man ein anderes Mal sprechen. Ja? Das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Biografie. Ja? Und du hast also in irgendeiner Art und Weise Kontakt zum Autismus bekommen. Kannst du das kurz erzählen? Ganz kurz. Ja, zum einen ist es über unsere Vitamin D-Forschung passiert. Vitamin D hat definitiv etwas mit neuronaler Entwicklung zu tun. Und wenn es da halt eben zu Defiziten kommt, dann kann es halt eben sein, dass eine genetische Prädisposition sich deutlich mehr ausdrückt, als wenn halt eben genügend Vitamin D da ist, beziehungsweise wenn die Vitamin D-Verwertung gut ist. Und da habe ich halt eben Kontakt zu mehreren Kollegen, die sich auch schon seit 20, 25, 30 Jahren mit autistischen Kindern beschäftigt haben bekommen. Wir haben uns zusammengeschlossen zu einer ja, quasi Expertenrunde, zu einer Expertengang, die halbjährlich Fortbildungen vorwiegend auf dem Balkan durchführt. Die nächste BIAC-Serie wird in der Türkei stattfinden, dann im Dezember auf Zypern. Und Wirklich. ja, es sind immer mehr Experten dazugekommen. Und wir haben natürlich auch unsere Forschung und Entwicklung weiter betrieben. Und der zweite Aspekt ist, leider bin ich auch durch die Familie mit betroffen. Also mein Enkel hat also Autism Spectrum Disorder Probleme. Und das spornt mich nur noch mehr an, halt eben auch auf mehreren Schienen nachzuschauen und zu versuchen, die Situation so gut und so optimal wie möglich zu gestalten. Und in unserem Vorgespräch sind wir dann drauf gekommen, worum es eigentlich geht. Es geht um eine Substanz, die im biochemischen Grundstoffwechsel eine enorme Rolle spielt. Und Ja. ich war total erstaunt, bei einem deiner letzten Vorträge zu erfahren, dass diese Substanz zwei unterschiedliche Namen trägt. Der eine Name ist 2-Oxoglutarat. Und als 2-Oxoglutarat ist es im welchen Stoffwechsel drinnen? Es ist im Cytosol hauptsächlich drinnen. Cytosol, genau, der Ja. größte Stoffwechsel. Und dieselbe Substanz trägt einen anderen Namen namens Alpha-Ketoglutarat. Und als Alpha-Ketoglutarat, glaube ich, ist es an zwei oder sogar drei Stellen im Zitratzyklus einfach ganz wichtig. Richtig, genau. Und du hast schon vor 20 Jahren mit dieser Substanz gearbeitet. Stimmt das, 20 Jahre? Ja, 20 Jahre, ja, so im Jahr 2000 rum. Also Im das Jahr ist 2000, ja, das sind also 25 Jahre. Weil du einen pensionierten Fresenius-Forscher getroffen hast und der hat dir quasi sozusagen seine Geheimrezeptur, die irgendwie nie auf den Markt gekommen ist, verraten. Und du hast dann damals die ersten Versuche gemacht damit im Krankenhaus. Kannst du das erzählen? Willst du das ja, erzählen? wir haben halt eben diese Infusionslösung herstellen lassen und haben off-label Stadium 4 Tumorpatienten behandelt und haben gesehen, dass es da wunderbare Erfolge gibt bei absolut niedrigen Nebenwirkungsraten, also quasi kaum Nebenwirkungen. Und mit den guten Ergebnissen bin ich dann
zur Innsbrucker Ethikkommission, habe denen das vorgestellt und habe eine doppelblind randomisierte, placebo-kontrollierte Studie zugelassen bekommen, habe also ein Ethikvotum dafür bekommen und habe an der Uni Innsbruck begonnen, standardisiert Prostatakarzinom-Patienten, austherapierte Prostatakarzinom-Patienten zu behandeln. Und die Ergebnisse sind auch schon publiziert, schon damals. Es ist halt innerhalb relativ kurzer Zeit dazu gekommen, dass der PSA-Wert abgesunken ist und die PSA-Verdopplungszeit sich deutlich verlängert hat, was ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass das Tumorwachstum deutlich geringer wird. Und ja, das ist halt eben, das war halt eben eine entsprechende Substanzkombination. Und ja, mit der haben wir dann entsprechend weitergearbeitet. Wurde dann die nächste Studie in Graz angeleiert? Ja. Ja. Und da habt ihr dann praktisch, warst du da involviert bei dieser Studie oder war das dann schon nur mehr die Firma Zülth? Ja, leider war ich in dieser Studie nicht involviert. Und dann hat es, sagen wir mal so, wohl aus Finanzierungsgründen nicht ausgereicht, beide Studien durchzuführen, sodass meine etwas postponiert wurde und die Grazer Studie etwas forciert wurde. Leider sind die guten Ergebnisse aus Graz nicht so publiziert worden. Was publiziert worden ist, ich habe ja den ganzen Werdegang in Studien nachgelesen, vor ein paar Jahren natürlich, ist eh klar. Was publiziert worden ist und was bekannt ist, ist letztlich eigentlich, dass Bronchialkarzinom-Patienten postoperativ einen sehr deutlich besseren Verlauf hatten. Die hatten das Krankenhaus um 6 Tage früher verlassen und die waren auch kürzer auf der Intensivabteilung. Also der Anderthalb. gesamte postoperative Verlauf bei diesen Bronchialkarzinom-Patienten war drastisch besser. Was wurde nicht publiziert? Ja, nicht publiziert wurde der gute Outcome, dass nämlich eine Ansprechrate von über 60% bei austherapierten Patienten erreicht werden konnte. Und zwar mit eigentlich null Nebenwirkungen. Also das ist auch doppelblind randomisiert, placebo-kontrolliert durchgeführt worden. Und meines Wissens musste die Studie umgestaltet werden, das Design umgestaltet werden, weil die Patienten, die das Placebo bekommen haben, relativ schnell gemerkt haben, dass sie Placebo haben und der Nachbar im Nachbarbett halt eben das Verum bekommen hat, weil der ist dann aufgestanden und ist mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, während alle anderen dann siechend im Krankenhaus lagen. Und deswegen hat das Ganze dann in eine Crossover-Studie umgewandelt werden müssen, dass man nämlich den Placebo-Patienten angeboten hat, wenn sie den Placebo bekommen, dass sie dann im Nachgang das Verum bekommen. Es war ethisch nicht mehr zu vertreten, dass im Prinzip das Placebo nicht ohne anschließende Verum-Therapie angeboten wird. Dieses Ergebnis eigentlich so phänomenal, so interessant, so gut war und dass er eigentlich so eine simple körpereigene Substanz ist. Wieso wurde das nicht publiziert? Hat möglicherweise administrative oder politische Gründe gehabt. Das kann ich aber nicht sagen, weil ich einfach nicht selber an der Studie beteiligt war. Letztlich, wir verstehen alle, wie das läuft. Ja, wenn Ergebnisse besonders gut sind mit sehr einfachen, sehr günstigen Substanzen, dann wird das einfach nicht in die Breite getragen. Letztlich hat das dazu geführt, du hast ja quasi diese ganze Forschungsarbeit immer völlig unbezahlt und uneigennützig gemacht, dass du dann 2016 gesagt hast, ja, wenn ich diese ganze Forschung mache, sollten wir das auch an die Leute bringen. Ja, und hast dann quasi eine Vertriebsgesellschaft, eine Pharmafirma gegründet und bist dann mit einer entsprechenden Präparatmischung, die wir ganzheitlichen Krebstherapeuten im Wesentlichen alle verschreiben und verwenden, mit Alpha-HA rausgekommen. Ja, so ist es, genau. Und irgendwann hast du dir wahrscheinlich über deinen Enkel oder sonst irgendwie gedacht, das könnte ja den Stoffwechsel eigentlich bei den Autismusgehirnen verbessern, oder?
Naja, bei den Autismuskindern ist bekannt, dass es da also neben vielen anderen genetischen Mutationen, die halt eben mit Autismus in Verbindung gebracht werden, gibt es eine, die halt eben sehr spannend ist, weil sämtliche Genmutationen als Gentherapie zu behandeln, ist derzeit überhaupt nicht möglich. Nur wenn ich schon eine bestimmte Mutation kenne und weiß, was die für eine Auswirkung hat, dann kann es ja sein, dass genau dieser Stoffwechselweg, der blockiert wird, mit einem biochemischen Trick umgangen werden kann. Ganz konkret, es gibt eine Mutation, die sehr häufig mit Autismus in Verbindung gebracht wird. Das ist nämlich eine Mutation des sogenannten Gens SLC25A12. Dieser Genabschnitt ist zuständig für ein Protein, das heißt ARALA1. Und ARALA1 ist halt eben ein Transportprotein für Glutamin in das Mitochondrium. Wenn jetzt zu wenig davon im Mitochondrien landet, dann wird zu wenig ATP produziert. Und das Organ, was in unserem Körper am meisten ATP zieht, ja, das ist nun mal das Gehirn und unsere Neuronen. Die brauchen am meisten Stoff. Das heißt, es besteht immer ein Energiedefizit. Wenn ich jetzt den Citratzyklus nicht direkt am Anfang mit dem Acetyl-CoA starten kann, weil zu wenig Substrat da ist, dann hab ich mir überlegt, dann ist es ja durchaus möglich, durch die Arbeit mit dem Alpha-H, dass man das an zwei Stellen tiefer, nämlich anstelle des Alpha-Ketoglutarats startet. Dann verliere ich nur ein NADPH, aber habe dann trotzdem den Rest des Citratzyklus, den ich durchlaufen kann und kann dann wieder zumindest hilfsweise mehr Energie zur Verfügung stellen. Und das haben wir dann tatsächlich einfach ausprobiert, kreiert und ausprobiert. Wir haben im Kosovo und in Bosnien-Herzegowina Untersuchungen durchgeführt und gerade eben im Kosovo waren 100% der autistischen Kinder, die wir getestet haben, von dieser Mutation betroffen. Und denen haben wir dann entsprechend unser neues Alfie, das Kids Energy, zur Verfügung gestellt. Und siehe da, die Kinder haben plötzlich angefangen zu sprechen. Sie haben angefangen, mit ihren Geschwistern zu kommunizieren. Sie haben angefangen, Bilder zu malen. Einige konnten sich dann selbstständig anziehen, konnten sagen, das will ich jetzt heute anziehen und das will ich anziehen. Die Kommunikationsfähigkeit ist deutlich besser geworden. Und das hab ich jetzt auch vielfach auch von meinen Patienten, die ich in den Vereinigten Emiraten da entsprechend damit versorgt habe, ebenso gehört. Die sind ganz glücklich. Und wenn man sich die Google-Bewertungen dazu anschaut, dann macht mich das einfach nur richtig glücklich, weil dann ist es nämlich von der Hypothese über die Testung, die wir bei uns im Labor durchführen können, bis zur entsprechenden Substitution eine durchaus sinnvolle Ergänzung. Wie gesagt, ne, wir können damit Autismus nicht heilen, aber es geht darum, die Kinder in einen optimalen Zustand zu versetzen, damit sie den maximalen Benefit von zusätzlichen Behandlungen wie Verhaltenstherapie, Logopädie, Ergotherapie haben, um diese Kinder halt eben maximal zu fördern. Das heißt, wenn ich das versuche zusammenzufassen, die Gehirnzellen produzieren zu wenig Energie, weil ein bestimmtes Transportprotein, das die Energieausgangssubstanz in die Mitochondrien hineinziehen soll, ja, nicht funktioniert. Genau. Ja, deswegen ist nicht genug zum Verbrennen zur Verfügung. Und du stellst jetzt einen alternativen Treibstoff zur Verfügung. Die Mitochondrien können jetzt Energie produzieren und das wirkt sich unmittelbar merkbar aus in einer verbesserten Aufmerksamkeit, einer verbesserten Kommunikationsfähigkeit. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass die Kids in der Regel, ist das die Regel oder sind das Ausnahmen?
Ja, sagen wir so, wenn die Kids halt eben diesen Gendefekt haben, dieses SLC25A12, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie sehr gut darauf reagieren. Und da gibt es halt eben zwei Mutationen, einmal an der Zweier, einmal an der 13er Stelle, wo eine Aminosäure ausgetauscht ist. Und wenn das vorliegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kids darauf sehr gut reagieren und ansprechen, halt eben sehr hoch. Du kannst es in deinem Labor messen? Ja, das ist relativ einfach. Was ich dazu brauche, ist maximal ein Abstrich. Eine Blutprobe geht natürlich viel besser, aber man kann es auch über einen Abstrich machen, so wie Ja? ein Covid-Abstrich. Man braucht dazu halt eben Zellmaterial. Ja, Okay. dieser Abstrich ist aus dem Mund. Man reibt halt eben etwas intensiver, sodass man halt eben Zellmaterial gewonnen hat. Könnten die Und Leute theoretisch einen alten, abgelaufenen Covid-Test hernehmen und auf die Art und Weise? ja, sagen wir so, den Sample-Kit könnte man hernehmen, aber besser ist es natürlich, wenn ich habe halt eben auch entsprechende Kits, das heißt, die kann man bei mir anfordern und dann, Das würde man machen über die HG-Pharma. ja, das würde man dann über die HG Pharma machen, sag mal, die übernimmt für mich freundlicherweise die Logistik, weil wir sie da haben, ja. Ja, sicher. Das wird dann in deinem Labor, du hast ja mehrere Sequenzierungsapparate und so weiter, ja, das wird dann in deinem Labor dann genau sequenziert und du kannst dann sagen, ob diese Kids dann ansprechen. Ja, so. Gibt es einen Preis für den Test? Der kostet circa 150 Euro. Okay. Alternativ könnte man ja eigentlich, weil die Therapie für 2 Monate circa 100 Euro kosten wird. Könnte man sozusagen eigentlich den Proof of Concept machen, einfach mit der Substanz selber. Man kann sich die Substanz bestellen bei euch, bei der Richtig. HG Pharma, die heißt Alfi bzw. Alpha H Kids Energy. Und das ist ein Konzentrat und die Kinder nehmen dann sozusagen ein bisschen aufgelöst etwas von dieser Substanz. Genau. Und das kann man dann entsprechend, ja, das werden die Eltern dann ja sehen. Ja, das ist Ja. wichtig, ist halt eben nur, dass man quasi auch eine kritische Selbstbeobachtung hat. Ja. Ist es dann so, wenn man dann wieder aufhört, dass das dann alles wieder verschwindet? Das würde ja das Konzept eigentlich nahelegen. Ich bin ja ein bisschen skeptisch hinsichtlich der Genetik des Autismus. Denn wenn ich innerhalb von 30 Jahren auf nahezu 20% der Kinder in Amerika oder, nein, es sind nicht 20%, es sind 5% der Kinder in Amerika quasi Autismus genetisch produzieren möchte, das ist irgendwie merkwürdig, ja? Ja, tatsächlich ist es so, dass nach dem Absetzen, na, dass es vielleicht nicht völlig regredient ist, aber es ist durchaus so, dass die Kinder dann halt eben vermehrt wieder in den Zustand verfallen, den sie vorher hatten. Das heißt, es ist wie ein super Treibstoff, ich kann das Gehirn damit Ja, anschalten. richtig. Aber das, was das Gehirn möglicherweise gelernt hat, das muss nicht unbedingt weg sein. Aber dann hat das Kind halt eben die Probleme so wie vorher auch, ja? Okay, und in dem, das ist nicht das Alpha, sondern das ist das Alpha H Motion. Ihr habt jetzt noch zwei weitere Alpha Hs rausgebracht. Das Alpha H ist, wie gesagt, die Substanzkombination, mit denen du schon vor 25 Jahren im Spital die Stadium 4 Prostatakrebspatienten behandelt hast und wo dann auch in Graz eigentlich die fortgeschrittenen Bronchialkarzinome behandelt worden sind, mit viel Erfolg. Und diese Substanzkombination hast du als Alpha-H mehr oder weniger abgebildet, ja? Das ist richtig. Also es gibt ein Grundkonzept, ja. Dann gibt es aber, sagen wir mal, verschiedene Rezepturen, die in verschiedene Richtungen gelenkt werden. Wie zum Beispiel mehr der Fokus auf Reduktion von oxidativem Stress und Regeneration, mehr der Fokus auf Muskulatur, Sehnen, Gelenke, Rehabilitation nach Unfällen und Traumata. Oder halt eben mehr Energielieferung für Mitochondrien bei entsprechenden Kindern. Okay, also du hast das Alpha H2 Plus,
Das ist sozusagen die Grundsubstanz und die Ausgangssubstanz, die verwenden wir gern additiv praktisch als Begleitung in der Krebstherapie, weil die Patienten einfach viel mehr Energie haben und die Verläufe einfach entsprechend besser sind. Und das AKH, das AKG selber eine antitumorale Wirkung hat. Das ist auch das nicht mal von mir publiziert, sondern das haben viele andere Ja, ich würde das aber nicht in die Öffentlichkeit sagen, dass das tatsächlich wirklich auch gegen Tumore wirksam sein könnte, weil sonst passiert wieder irgendetwas, ja? Ja, das ist richtig, ja. Ja, dann gibt es das Alpha-H-Sport. Ja, das ist richtig. Das Sport hat im Gegensatz zum Alpha-H2 Plus einen Zuckeranteil, den Sportler durchaus gebrauchen können und verwerten können in der Muskulatur. Das Alpha-H2 Plus, das ist jetzt auch relativ neu. Völlig zuckerfrei. Das heißt, wir haben keinen Zucker oder keine Zuckerersatzstoffe mehr in dem Alpha-H2 Plus drin, was es natürlich für, sagen wir, die begleitende Therapie wesentlich interessanter macht, weil ich da dann eine rein ketogene Diät ansetzen kann, ohne irgendwo versteckt auch noch entsprechende Glucose mitzuliefern. Also das ist jetzt völlig zuckerfrei und da haben wir Gott sei Dank eine sehr große Firma, also die weltgrößte Firma für natürliche Aromen, die Firma Döhler gewinnen können und haben mit deren Forschungsabteilung zusammen da eine entsprechende neue Rezeptur entwickelt. Und ich finde den Geschmack super. Und der Vorteil ist halt eben, es enthält keinerlei Zucker oder Zuckeranteile. Super. Und dann habt ihr was Neues, das ist das Alpha Motion, bei dem Andrographis drinnen ist. Wir haben das Motion Forte. Das sind Kapseln. Da konnten wir die amerikanische Firma, die das entsprechende IP hält, gewinnen und haben mit denen zusammen halt eben eine Kooperation. Das Andrographis ist eine wunderbare Pflanze, die neben ihrer Eigenschaft, dass sie wie ein COX-2-Hämmer wirkt und immunmodulierend wirkt, gleichzeitig auch noch besonders gut ist bei der Regeneration von Muskeln, Gelenken und Sehnen. Das heißt, Und COX-2 ist so wie Voltaren praktisch. COX-2 ist so wie Celebrex. Wie Celebrex, ja, klar. Voltaren ist ein Ist ein. unselektiver COX-2, ist ein 1- und Ja,2-Hämmer. ist gut. Celebrex ist ein selektiver COX-2-Hämmer. Und Andrographis ist ein selektiver COX-2-Hämmer. Ja, es ist ein selektiver Wir verwenden ja COX-2. Celebrex in der Krebstherapie quasi, weil es die Expression des GP120 blockt. Ja, Ja, und damit eigentlich eine Chemoresistenz. genau. Ganz genau. Greift in den Prostaglandinzyklus ein. Der COX-2-Hämmer. Und genauso wie du das sagst, aber das wäre halt eben das natürliche Pendant dazu, zum Das Celebrex. heißt, wir könnten dann das Motion eigentlich einsetzen mit dem Andrographis noch besser als das Alpha-H2 Plus in der Krebstherapie, weil wir den natürlichen COX-2-Hämmer haben und damit haben wir die Metastasierungshemmung und gleichzeitig die Hemmung der Chemoresistenz. Ja, das ist durchaus kombiniert, das ist ja komplementär. Ja? Das ist ja, ich meine, in meinem Hirn suche ich mir ja immer Sachen oder immer Dinge, die man entsprechend auch komplementär verbinden kann. Ja. Eine muss das andere ja nicht ausschließen. Ja? So, das ist durchaus wunderbar kombinierbar. Ja. Super. Okay. Ich glaube, willst du noch etwas dazu sagen? Aktuelle Forschungsprojekte? Aktuelle Forschungsprojekte, ja, wir arbeiten gerade daran mit den Zahnmedizinern, aber das geht wieder in den Bereich Vitamin D mit den Zahnmedizinern, dass wir da eine Möglichkeit finden, Vitamin D tatsächlich in Implantate zu transferieren und quasi das gleich direkt vor Ort entsprechend entweder mit einem Biofilm oder Also einfach das Implantat nur ins Immunodé eintauchen. naja, so einfach ist es nicht, aber braucht man halt eben auch etwas, an dem das Immunodé haften bleibt. Aber das
haben wir halt, das haben wir halt eben schon. Und das andere ist halt eben mit dem Alfie würden wir eigentlich ganz gerne tatsächlich ja mal mit 20 Kindern, die wir relativ standardisiert aussuchen würden, eine entsprechende Untersuchung machen, die etwas länger über einen Monat geht und dann vorher und nachher mit einem Fragebogen nachgeschaut wird, hat sich das tatsächlich verbessert, hat sich das verändert und idealerweise natürlich bei Kindern, die eine entsprechende Mutation in dem Gen haben, dann würden sich natürlich auch diese Hypothesen damit beweisen lassen. Okay, das heißt, ihr sucht autistische Kinder? Das ist richtig, autistische Kinder. Wir würden vorher, um halt eben die Studienausgangslage möglichst konsistent zu halten, würden wir entsprechend eine Befragung durchführen. Am besten wäre es, wenn wir dann auch noch einen entsprechenden genetischen Test haben. Und dann würden wir entsprechend 20 Kinder damit ausrüsten, und nach entsprechend einem Monat beziehungsweise 2 Monaten nachzuschauen, auch wieder mit dem gleichen standardisierten Fragebogen, ob sich da eine Verbesserung ergeben hat. Ja gut, das wissen wir ja schon. Ja, es ist aber, man muss es, ja, ne? Aber trotzdem, man muss es halt eben dann doch wieder beweisen. Okay, gut. Lieber Ralf, du bist gerade am Attersee, weil du quasi eine Veranstaltung dort besuchst. Ich bedanke mich vielmals, dass du in deinem Urlaub praktisch dich interviewen hast lassen. Okay. Nein, Eli, immer gerne. Du weißt, Wir bleiben in Verbindung. wir bleiben in Kontakt. Okay, danke. Tschüss. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao.